Hi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, auch neu für mich, aber ich finde eine gute Gelegenheit, einfach mal zu erzählen, wie die Arbeit einer Bundestagsabgeordneten aussieht und bei mir im konkreten Fall, was ich als Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Deutschen Bundestag so mache. Mein Name ist Martina Renner und ich sitze seit 2013 im Bundestag und bin Innenpolitikerin. Zusammen mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen vertreten wir unsere Fraktion im Fachausschuss, das ist der Innenausschuss. Und da kommen natürlich alle Themen zusammen, also die Sicherheitspolitik, Migration, Datenschutz, aber auch, denkt man nicht als erstes vielleicht dran, sowas wie Beamtenrecht und ähnliches. Das spielt dort auch eine Rolle. Wir haben so eine Arbeitsteilung unter uns Vieren. Wir bearbeiten nicht alle gleichermaßen alle Themen. Das wäre auch anmaßend, wenn man zu allem wirklich perfekt 100% Bescheid weiß, sondern wir haben uns ein bisschen spezialisiert. Und ja, meine Sprecherinnenfunktion, die sagt es schon, mein Thema ist die extreme Rechte, die militante Szene, der Rechtsterror, aber auch die dahinterliegenden Einstellungen wie Antisemitismus, Rassismus. Und daneben spielen natürlich auch die Bundesbehörden eine Rolle, die wir kontrollieren als Abgeordnete. Die kommen natürlich im Innenausschuss auch zum Tragen. Für mich ganz relevant natürlich bei meinem Thema auch die Geheimdienste. Da wäre zuerst natürlich zu nennen das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst mit Sitz in Köln, mit einer Skandalgeschichte ohnegleichen. Bei dem Stichwort Hans-Georg Maaßen irgendwie da werden bei euch jetzt auch sofort irgendwie entsprechend die Warnsignale angehen. Aber auch zum Beispiel der militärische Abschirmdienst oder der Bundesnachrichtendienst, also der spezialisierte Geheimdienst für die Bundeswehr oder für das Ausland, die versuchen wir tatsächlich auch einer Kontrolle zu unterziehen. Das ist nicht ganz einfach, weil vieles wird abgeschoben in einen gesonderten geheimen Ausschuss, das parlamentarische Kontrollgremium, und wir ringen als Linke gerade darum, dass diese Geheimnistuerei nicht sein kann, dass sich jede Behörde durch das Parlament, durch die Öffentlichkeit kontrollieren lassen muss. Und deswegen ist für uns die Frage Kontrolle der Geheimdienste ganz zentral für unsere Arbeit. Ja, daneben bin ich auch noch Obfrau im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Ihr erinnert euch, das war dieser schwere dschihadistische Anschlag im Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche in Berlin. Und da versuchen wir tatsächlich Aufklärung voranzutreiben. Also einmal war das tatsächlich das Werk eines Einzeltäters oder kommt er aus einer Struktur, aus einer Organisation heraus und gab es möglicherweise noch weitere Mittäter, Mitwisser, mit denen er die Tat durchgeführt hat oder geplant hat. Da sind wir uns ziemlich sicher, dass es ein bisschen ähnlich wie bei Rechtsterror ist, dass man auch vorschnell von Behörden oftmals in diesem Bereich einfach von einem Einzeltäter spricht, aber in Wirklichkeit sind dahinter Strukturen, zum Beispiel die auch in Europa vertretenen Netzwerke des Islamischen Staates. Und das zweite Thema ist natürlich, gab es Informationen in den Sicherheitsbehörden vor dem Anschlag zu dem späteren Attentätern und seinen Plänen, die, hätte man sie ernst genommen, dazu geführt hätten, dass man den Anschlag verhindert hätte. Ein wichtiges Thema, auch ein Thema, was natürlich die Hinterbliebenen, die Verletzten umtreibt. Das ist ein bisschen auch eine Analogie zum NSU und man kann da viele Erfahrungen einfließen lassen, wenn man dort schon in der parlamentarischen Aufklärung war und man weiß vor allem, wo man irgendwie sozusagen den Hebel anlegen muss. Obfrau, ich will es mal kurz erklären, was ist das eigentlich? Klingt komisch. In so einem Untersuchungsausschuss, da wählt oder bestimmt jede Fraktion unter den Abgeordneten, die dort arbeiten, eine Person, die dann mit den anderen Obleuten zusammen Verfahrensfragen im Vorfeld klärt oder wenn es um dringende Entscheidungen geht, auch mal für andere mitentscheidet. Bei uns ist das ganz einfach. Wir haben nur ein Mitglied in diesem Ausschuss. Das ist nämlich ein sehr kleiner Untersuchungsausschuss. Und ja gut, damit fällt bei uns Mitglied und Obfrau zusammen. Aber zum Beispiel bei der CDU, da sitzen vier und die benennen dann einen Obmann.
Männer sind es in der Regel bei der CDU. Und ich wollte noch mal was dazu sagen, was heißt es eigentlich, irgendwie im Untersuchungsausschuss zu arbeiten? An welche Hindernisse stößt man da? Welche Blockaden gibt es seitens der Bundesregierung bei der Aufklärung? Das eine, das ist das, was wir halt schon kennen. Dort werden ja Akten aus Behörden vorgelegt, aus Ministerien. Und entweder kommen die sehr spät oder es gibt irgendwelche Gründe, dass man sie uns gar nicht gibt, weil zum Beispiel ausländische Nachrichtendienste da noch mit beteiligt waren. Oder aber die Akten kommen und sie sind nicht brauchbar. Ich habe euch mal was mitgebracht, wie das aussieht. Wir kriegen dann Akten, ja, aber ich weiß nicht, ob man sehen kann, ja, die sind dann teilweise geschwärzt, aber das wird dann lustig, ja. Die sind dann ganz geschwärzt. Also das geht so fröhlich weiter. Und das ist nicht nur ein Beispiel. Irgendwie, da gibt es ganz viele. So sehen Akten aus, die ein Untersuchungsausschuss bekommt. Das ist natürlich unbrauchbar. Ja? Ich weiß ja gar nicht, was dahinter steht. Ich kann auch überhaupt den Kontext nicht erkennen. Möglicherweise doch eine wichtige Information. Und wenn wir an so einem Punkt sind, dass wir sagen, hey, Bundesregierung, so geht das nicht, dann müssen wir halt manchmal uns auch wehren. Das heißt, zum einen, wir versuchen immer, unsere Arbeit transparent zu machen. Ich bin auch sehr froh, dass es einen Blog zum Untersuchungsausschuss gibt, irgendwie die regelmäßig Podcasts machen irgendwie und berichten. Und zum anderen, wenn wir meinen, wir sind im Recht, damit zu sagen, ihr könnt uns diese Informationen nicht vorenthalten, dann ziehen wir auch nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gemeinsam als Linke mit Grüne und FDP. Und an einer Frage tun wir das zum Beispiel derzeit auch. Und das muss noch entschieden werden. Es geht nämlich um die Rolle von Spitzeln, von sogenannten V-Leuten in der dschihadistischen Szene. Da ist auch die Analogie zum NSU sofort klar. Da will man uns die entsprechenden Beamten, die diese Spitzel geführt haben, nicht als Zeugen geben. Und da sagen wir, das geht nicht. Ein Beamter, eine Beamtin, die muss vom Untersuchungsausschuss kommen, irgendwie. Keine Frage. Bisschen das letzte Beispiel zeigt irgendwie, wir arbeiten nicht sehr eng nur im Parlament. Es geht nicht nur darum, in den Ausschuss zu gehen, Parlamentsreden zu halten. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Wir arbeiten mit Zivilgesellschaft zusammen, Zivilgesellschaft, die sich engagiert gegen rechts, die sich auch engagiert gegen die Allmacht der Geheimdienste. Und natürlich sind wir dann auch auf der Straße als Abgeordnete. Das ist selbstverständlich. Nicht nur bei Demonstrationen als Rednerin oder aber bei Bündnissen vor Ort zu Veranstaltungen, sondern wir versuchen einfach auch ganz viel die Möglichkeiten zu nutzen, ins Gespräch zu kommen. Dort, wo Leute sich engagieren, dort, wo Leute auch zum Teil an Universitäten etwas wissen wollen, irgendwie zu extremen Rechten, zu Geheimdiensten, da sind wir da. Und manchmal ja, ist man viel unterwegs. Also ich ganz persönlich, ich weiß nicht, letztes Jahr, ich würde sagen, von Hamburg bis Passau war da alles dabei. Aber wir haben natürlich auch alle noch einen Wahlkreis, also einen Landesverband, der uns in den Bundestag entsendet hat. Und das ist bei mir der Landesverband der Linken in Thüringen und mein Wahlkreis ist Erfurt und Weimar. Und ganz klar, das zweite wichtige Standbein ist natürlich neben unserem Fachthema, dass wir die Hauptanliegen unserer Partei auch durch unsere parlamentarische Arbeit im Wahlkreis zum Tragen bringen. Und das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Das ist das Thema Krieg und Frieden. Und das ist auch und zunehmend das Thema, und dafür mache ich mich stark, dass es für die Linken auch ein Markenkern wird, linke Bürgerrechtspolitik. Und ja, im Wahlkreis geht es natürlich neben dem, dass wir dort auch informieren, dass wir dort zusammenarbeiten mit anderen, wo wir an einem Strang ziehen. Die Gewerkschaften spielen da zum Beispiel eine große Rolle, die Bürgerbündnisse gegen rechts, dass wir auch immer wieder zuhören wollen. Also, was sind wirklich die drängenden Alltagssorgen der Menschen? Weil eines darf nicht passieren. Viele haben in den letzten Jahren das Gefühl bekommen, ja, die da in Berlin, ja, die machen abgehobene Politik, die wissen gar nicht, was unten bei den Leuten los ist. Die kennen unsere soziale Lage gar nicht mehr. Und ja, ein Stück weit, wenn man sich diese Arbeit im Bundestag anschaut, auch das Agieren von Abgeordneten zum Teil, da ist ja schon was dran. Also das ist ja kein falsches Empfinden.
Lobbyismus ist real. Einflussnahme von großen Wirtschaftsverbänden, von Industrie auf Politik, die ist real. Ja, und was mir noch ganz wichtig ist, ich habe jetzt viel über die Arbeit im Parlament gesprochen, im Wahlkreis, auch zu unserem Anspruch als Linke. Wenn ihr aktiv werden wollt, natürlich freuen wir uns, wenn ihr eintretet, wenn ihr bei uns mitmacht. Aber was mir als Antifaschistin ebenso wichtig ist, unterstützt die lokalen Strukturen vor Ort. Wir brauchen Leute, die recherchieren, die beobachten, was lokal in der Nazi-Szene passiert, die aber auch dort, wo es Angriffe gibt, an der Seite stehen der Betroffenen, aufklären, Druck machen. Und ich habe einfach nicht umsonst auch diesen Sticker, einige haben vielleicht die Rede gesehen, im Bundestag getragen. Die AfD hatte dazu einen widerwärtigen Antrag eingebracht, Antifa ächten, ja, war der Titel. Und wir haben gesagt, nee, nee, irgendwie, wir müssen dankbar sein der Antifa für ihre Arbeit, irgendwie, die sie täglich macht, irgendwie, oftmals unter erheblichen Gefährdungen, auch für die Personen, die aktiv sind, unter hohem Maß an ehrenamtlichem Engagement, aber auch an, ich finde, Expertise, die es da gibt, irgendwie Expertise, die andere gar nicht haben, wenn es darum geht zu sagen, wo sind denn die gefährlichen Neonazis, wie sind sie vernetzt, was kann man gegen sie tun. Deswegen, ja, wenn ihr aktiv werden wollt, ihr könnt ihr das gerne natürlich bei der Linken tun, aber geht auch Support Your Local Antifa. Ja, und was mir noch wichtig ist, das ist halt Transparenz. Also, dass das, was ich tue, unsere Themen, unsere Politik als Linke im Bundestag, dass die auch rüberkommt. Deswegen würde es mich echt freuen, wenn ihr nicht nur hier reinschaut, sondern mich auch besucht auf Facebook, Insta, irgendwie auf meine Homepage schaut, mir vielleicht meine E-Mail in eine Rückmeldung gibt, irgendwie. Das wäre super, irgendwie. Das ist wichtig für unsere Arbeit. Danke erstmal hier fürs Zuschauen und ja, dann irgendwie bis auf die nächsten Formate. Das war jetzt das Video über meine politische Arbeit als Abgeordnete, aber auch im Wahlkreis und im gemeinsamen Kampf gegen rechts. Und demnächst will ich da weitermachen. Was ist eigentlich Rechtsterror und ja, wann sprechen wir darüber und seit wann gibt es ihn? Und vor allem, was können wir tun, damit diese mörderische Kontinuität in der Bundesrepublik endlich endet? Also schaut wieder rein.